Jo, hi Leute und herzlich willkommen in diesem neuen Video. Und in diesem Video geht es um meine Nudelpfanne. Wir machen heute Nudelpfanne mit Schweinefilet und Gemüse dabei. Und wie die macht, zeige ich euch gleich. Und vorab nur unten in der Infobox findet ihr die Zutatenliste und auch eine schriftliche Anleitung dazu. Dann wünsche ich euch viel Spaß bei dem Video. Let's go! Als erstes stellen wir einen Topf Wasser auf, salzen es und bringen es zum Kochen. Bis das Wasser kocht, können wir das Gemüse zuputzen und schneiden. Als nächstes schneiden wir die Zwiebel feinwürfelig. Gleich darauf können wir die Knoblauchzehen fein schneiden und zum Zwiebel dazugeben. Nun die gewaschene Zucchini in Stücke schneiden. Halbieren und vierteln und in Scheiben schneiden. Jetzt geben wir die Zucchini ebenfalls in eine Schüssel. Gleich darauf können wir die Paprika zuputzen, ganz am Anfang beim Strunk wegschneiden. Jetzt den Strunk rausdrücken und mit einem kleinen Messer rundherum schneiden. So kriegt ihr das Kerngehäuse am besten raus. Jetzt noch einen Finger reinfahren und rausheben. Das Weiße noch entfernen. So putzt man die Paprika. Das gleiche mit der roten Paprika. Jetzt noch die Paprika fein schneiden, die geviertelten nur mal halbieren und dann in feine Stücke schneiden. Jetzt, wo die Paprika geschnitten sind, geben wir sie zu der Zucchini dazu in die Schüssel. Jetzt können wir die Champignons zuputzen, ein Stück vom Stiel wegschneiden, das ausgetrocknete in Rest behalten wir, dann halbieren und einfach wieder in dickere Scheiben schneiden. Nun, wo das Wasser kocht, können wir die Nudeln dazugeben und kochen sie laut Verpackungsangabe. Das Umrühren nicht vergessen, schon spicken sie zusammen. Jetzt habe ich halb Schweinefilet. Wenn ihr wollt, könnt ihr die Silberhaut entfernen, aber ich lasse sie jetzt einmal dran. Und jetzt halbiere ich das Schweinefilet, schneide es in Scheiben und dann können wir es dann anbraten. Vorm Anbraten können wir es noch ein bisschen salzen. Ich habe jetzt da ein bisschen Chilisalz. Jetzt noch ein bisschen Pfeffer drauf. Jetzt geben wir noch ein bisschen Olivenöl drauf und massieren das Ganze ein. In der Zwischenzeit sind auch die Nudeln fertig geworden. Jetzt nehmen wir sie abseihen und abschrecken. Jetzt stellen wir eine große Pfanne auf den Herd und lassen sie heiß werden. Wir brauchen aber kein Olivenöl oder anderes Öl dazugeben, weil wir das Fleisch schon mit Olivenöl einmassiert haben. Jetzt, wo die Pfanne heiß ist, können wir das Schweinefilet dazugeben. Jetzt geben wir das scharf angebratene Schweinefilet auf einen Teller raus. Dann stellen wir die Pfanne auf den Herd, geben das Olivenöl dazu, geben den Knoblauch und den Zwiebel dazu und schwitzen ihn an. Den Bratansatz lassen wir natürlich drinnen. Jetzt, wo der Zwiebel leicht angeschwitzt ist, geben wir die Paprika und die Zucchini dazu. Das Gemüse können wir jetzt schon mal salzen. Jetzt können wir auch die Champignonscheiben dazugeben. Jetzt mit Sahne bzw. mit Creme Fin aufgießen. Natürlich mit Wasser ausschwänzen. Und dazugeben. Jetzt noch die Suppe dazugeben. Und den Thymian geben wir auch dazu. Das Ganze lassen wir jetzt mal aufkochen. Jetzt, wo das Ganze aufgekocht hat, geben wir das Fleisch dazu. Und die Bänder können wir auch dazugeben. Das Ganze jetzt noch vermengen und warm werden lassen.
Den Herd können wir auf mittlerer Stufe zurückstellen. Jetzt noch kurz durchziehen lassen und dann können wir auch schon anrichten. Und fertig ist die Nudelpfanne. Ja Leute, das war die Nudelpfanne, ganz einfach zum Machen und die Kombination mit Zucchini, Paprika und Champignons richtig geil. Die Sauce dazu schmeckt natürlich auch richtig lecker und probiert es aus. Schreibt es mal in die Kommentare rein, wie ihr die Nudelpfanne immer macht. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, bis zum nächsten Video. Ciao.